Stephen King, Hausentbindung. Angesichts der Tatsache, dass es sich wahrscheinlich um das Ende der Welt handelte, fand Maddie Pace, dass sie ihre Sache gut machte. Sogar verdammt gut. Sie fand sogar, sie kam mit dem Ende von allem besser zurecht als alle anderen auf der Welt. Und sie kam eindeutig besser damit zurecht als jede andere schwangere Frau auf der Welt. Kam zurecht, ausgerechnet Maddie Pace. Maddie Pace, die manchmal nicht schlafen konnte, wenn sie auch nur eine einzige Staubfluse unter dem Esszimmertisch entdeckte. Maddie Pace, die als Maddie Sullivan ihren Verlobten Jack rasend gemacht hatte, wenn sie starr über einer Speisekarte saß und sich manchmal länger als eine halbe Stunde über die Vorspeise Gedanken machte. »Maddie, warum wirfst du nicht eine Münze?« fragte er sie einmal, nachdem sie es geschafft hatte, die Auswahl auf geschmortes Kalbfleisch oder Lammgeschnetzeltes einzuschränken, sich aber nicht endgültig entscheiden konnte. »Ich habe schon 5 Flaschen von diesem verdammten deutschen Bier getrunken, und wenn du dich nicht schnellstens entscheidest, hast du einen betrunkenen Hummerfischer unter dem Tisch, bevor wir etwas zu essen auf dem Tisch haben.« Darauf hatte sie nervös gelächelt, das geschmorte Kalbfleisch bestellt und sich fast während der ganzen Heimfahrt gefragt, ob das Geschnetzelte nicht möglicherweise leckerer und damit besser gewesen wäre, obwohl es etwas teurer war. Als Jack ihr einen Antrag gemacht hatte, war ihr die Entscheidung freilich nicht schwer gefallen. Sie hatte den Antrag und Jack rasch und mit großer Erleichterung angenommen. Nach dem Tod ihres Vaters hatten Maddie und ihre Mutter auf Little Island vor der Küste von Maine ein zielloses, umwölktes Leben geführt. »Wenn ich den Frauen nicht sagen würde, wo sie sich bücken und ihre Schultern gegen das Rad stemmen müssen, wüsste ich nicht, was sie anfangen würden«, hatte George Sullivan immer wieder gesagt, wenn er einen über den Durst getrunken hatte und mit Freunden in Fudgies Taverne oder im Hinterzimmer von Prouds Barbierladen saß. Als ihr Vater an einem schweren Herzanfall starb, war Maddie 19 und arbeitete an Werktagen abends für einen Wochenlohn von $41.50 in der Stadtbücherei. Ihre Mutter kümmerte sich um das Haus, jedenfalls hatte sie es getan, wenn George sie manchmal mit einem guten, saftigen Schlag aufs Ohr daran erinnerte, dass sie ein Haus hatte, um das sie sich kümmern musste. Als die Nachricht von seinem Tod eintraf, hatten sich die beiden Frauen von stummem, panischem Missfallen erfüllt angesehen, 2 Augenpaare, die dieselbe Frage stellten: Was machen wir jetzt? Keine wusste es, aber beide waren der Überzeugung, der unerschütterlichen Überzeugung, dass er mit seiner Einschätzung recht gehabt hatte, sie brauchten ihn, sie waren nur Frauen, und sie brauchten ihn nicht nur, damit er ihnen sagte, was sie tun sollten, sondern auch, wie sie es tun sollten. Sie sprachen nicht darüber, weil es ihnen peinlich war, aber es war da. Sie hatten nicht die geringste Ahnung, was als nächstes kommen würde. Der Gedanke, dass sie Gefangene der engstirnigen Vorstellungen und Erwartungen von George Sullivan waren, kam ihnen gar nicht erst. Sie waren nicht dumm, beide Frauen nicht, aber sie waren Frauen von der Insel. Geld war kein Problem. George glaubte mit ganzem Herzen an den Sinn von Versicherungen, und nachdem er in Big Duke's Big Ten in Macias während des Bowlingturniers der Liga beim entscheidenden Wurf tot umgefallen war, erbte seine Frau mehr als $100.000. Und das Leben auf der Insel war billig, wenn man ein Haus besaß und seinen Garten pflegte und wusste, wie man im Herbst sein eigenes Gemüse erntete. Das Problem war, dass sie nichts mehr hatten, worauf sie sich konzentrieren konnten. Das Problem war, dass das Zentrum aus ihrem Leben verschwunden zu sein schien, als George in seinem Amoco-Bowlinghemd kopfüber über die Foullinie von Bahn 19 kippte. Und der Teufel sollte ihn holen, wenn er nicht auch noch den Ersatzmann mitgebracht hätte, den seine Mannschaft zum Sieg brauchte. Nach Georges Tod wurde ihrer beider Leben zu einer unheimlich verworrenen Angelegenheit. Als hätte man sich in dichtem Nebel verirrt, dachte Maddie manchmal. Aber statt nach der Straße zu suchen, einem Haus, dem Dorf oder einem herausragenden Landschaftsmerkmal, wie etwa der vom Blitz getroffenen Fichte draußen an der Spitze, suche ich nach dem Rad. Wenn ich es finde, kann ich mir vielleicht selbst sagen, dass ich mich bücken und die Schultern dagegen stemmen soll. Schließlich fand sie ihr Rat. Es war Jack Pace. Frauen heirateten ihre Väter und Männer ihre Mütter, behaupteten manche,
Und wenn auch so ein Klischee nicht immer zutrifft, traf es in Maddies Fall den Kern der Sache doch ziemlich genau. Ihr Vater war von seinen Mitmenschen mit Angst und Bewunderung angesehen worden. Verarscht George Sullivan nicht, Leute, sagten sie. Der schlägt euch die Nase aus dem Gesicht, wenn ihr ihn nur schief anseht. Das galt auch zu Hause. Er war herrschsüchtig und manchmal gewalttätig gewesen, aber er hatte auch gewusst, was er gewollt und für was er gearbeitet hatte. Den Ford Pickup zum Beispiel, die Motorsäge oder die zwei Morgen Land, die im Süden an ihr Grundstück angrenzten. Pop Cooks Land. George Sullivan hatte Pop Cook bekanntermaßen als einen alten Dreckskerl mit stinkenden Achselhöhlen bezeichnet, aber das Aroma des alten Mannes änderte nichts daran, dass noch eine Menge gutes Hartholz auf diesen zwei Morgen stand. Pop wusste es nicht. Er lebte seit 1987 jenseits der Meerenge, als ihm seine Arthritis ernsthaft zu schaffen machte und George dafür sorgte, dass überall auf Little Tall bekannt wurde, was der Dreckskerl Pop Cook nicht weiß, macht ihn nicht heiß, und dass er jeden Mann oder Frau auseinandernehmen würde, der Licht in die Dunkelheit von Pops Unwissenheit brachte. Niemand traute sich, und so bekamen die Sullivans das Land und das Hartholz darauf. Zwar war das gute Holz innerhalb dreier Jahre restlos gefällt, aber das störte ihn nicht. Land machte sich letzten Endes immer bezahlt. Das behauptete George und sie glaubten ihm, sie glaubten an ihn und sie arbeiteten alle drei. »Ihr müsst die Schultern gegen das Rad stemmen und das Miststück drücken«, sagte er. »Ihr müsst drücken, was ihr könnt, weil es sich nicht leicht drehen lässt.« Und das taten sie dann auch. Damals hatte Maddies Mutter einen Stand an der Straße zum East Head, und es kamen immer genügend Touristen, die das Gemüse kauften, das sie anbaute, auf Georges Anweisung, versteht sich. Und selbst wenn sie nie die Familie Godrocks waren, wie ihre Mutter sich auszudrücken pflegte, kamen sie über die Runden. Sogar in den Jahren, in denen die Hummerfischerei schlecht lief und sie ihr Geld zusammenhalten mussten, um abzahlen zu können, was sie der Bank für Pop Cooks zwei Morgen schuldeten, kamen sie über die Runden. Jack Pace war sanftmütiger, als es George Sullivan je in den Sinn gekommen wäre, aber auch seine Sanftmut hatte Grenzen. Maddie vermutete, dass auch er mit der Zeit einmal auf sogenannte erzieherische Maßnahmen zurückgreifen würde, Arm verdrehen, wenn das Essen kalt war, einen Klaps oder ab und zu auch eine regelrechte Tracht Prügel. Ein Teil von ihr schien es sogar zu erwarten. In den Frauenzeitschriften stand, dass Ehen, in denen der Mann das alleinige Sagen hatte, der Vergangenheit angehörten, und dass man einen Mann, der Hand an seine Frau legte, wegen Körperverletzung einsperren sollte, auch wenn es sich bei dem fraglichen Mann um den rechtmäßig angetrauten Gatten der fraglichen Frau handelte. Manchmal las Maddie solche Artikel im Schönheitssalon, aber sie bezweifelte, dass die Frauen, die diese Artikel schrieben, überhaupt eine Ahnung hatten, dass es so etwas wie die Inseln vor der Küste überhaupt gab. Little Tall hatte eine Schriftstellerin hervorgebracht, Selina St. George, aber die schrieb zumeist über Politik und war seit Jahren nicht mehr auf der Insel gewesen, von einem einzigen Essen am Thanksgiving Day einmal abgesehen. »Ich werde nicht mein ganzes Leben lang Hummerfischer sein, Maddie«, sagte Jack ihr in der Woche, bevor sie heirateten, und sie glaubte ihm. Ein Jahr zuvor, als er sie zum ersten Mal eingeladen hatte, sie hatte Ja gesagt, noch bevor er alle Worte hatte aussprechen können, und sie war bis zu den Haarwurzeln errötet, weil sie ihren Eifer so unverhohlen zeigte, hatte er gesagt, »Ich habe nicht vor, mein ganzes Leben lang Hummerfischer zu sein.« Eine kleine Veränderung, aber ein gewaltiger Unterschied. Er besuchte dreimal in der Woche die Abendschule, wobei er mit der alten Island Princess zum Festland und wieder zurückfuhr. Er war hundemüde, wenn er einen Tag lang Reusen geschleppt hatte, aber er ging dennoch hin und blieb gerade lange genug zu Hause, um den strengen Geruch von Hummer und Salzlake abduschen und zwei Tassen heißen Kaffee hinunterspülen zu können. Nach einer Weile, als sie merkte, dass er wirklich fest entschlossen war, machte Maddie ihm heiße Suppe, die er während der Überfahrt auf der Fähre essen konnte. Sonst hätte er nur einen der grässlichen roten Hotdogs zu sich genommen, die sie in der Snackbar der Princess verkauften. Sie wusste noch genau, wie sie ratlos vor dem Dosensuppen im Supermarkt gestanden hatte. Es gab so viele, ob er Tomatensuppe mochte. Es gab Leute, die mochten keine Tomatensuppe. Tatsächlich hassten manche Leute Tomatensuppe, selbst wenn man sie mit Milch statt mit Wasser ansetzte.
Gemüsesuppe, Truthahn, Geflügelcreme. Ihre hilflosen Blicke wanderten fast 10 Minuten über das Regal, bis Charlene Nadeau fragte, ob sie ihr behilflich sein könnte. Aber Charlene sagte es mit einem sarkastischen Unterton und Maddie vermutete, sie würde es morgen ihren Freundinnen von der Highschool erzählen und sie würden in der Umkleidekabine der Mädchen darüber kichern und genau wissen, was mit ihr los war. Die arme, unscheinbare Maddie Sullivan, die sich nicht für so etwas Einfaches wie eine Dosensuppe entscheiden konnte, wie es ihr je möglich gewesen war, sich zu entscheiden, den Heiratsantrag von Jack Pace anzunehmen, war allen ein Rätsel. Aber sie wussten natürlich nichts von dem Rat, das man finden musste und dass man, hatte man es erstmal gefunden, jemand brauchte, der einem genau sagte, wann man sich gegen das verdammte Ding stemmen musste. Maddie hatte den Laden ohne Suppe, aber mit pochenden Kopfschmerzen verlassen. Als sie schließlich den Mut aufbrachte, Jack nach seiner Lieblingssuppe zu fragen, sagte er Nudelsuppe mit Huhn, wie man sie in der Dose bekommt. Ob er noch andere Sorten besonders mochte? Die Antwort war nein, nur Nudelsuppe mit Huhn, wie man sie in der Dose bekam. Mehr Suppe brauchte Jack Pace in seinem Leben nicht und Maddie brauchte nicht mehr Antworten, zumindest zu diesem speziellen Thema in ihrem Leben. Hektischen Schrittes und frohen Herzens erklomm Maddie andern Tags die ausgetretenen Holzstufen zum Laden und kaufte die 4 Dosen Nudelsuppe mit Huhn, die auf dem Regal standen. Als sie Bob Nadeau fragte, ob er noch mehr hätte, antwortete er hätte eine ganze verdammte Kiste davon im Lager. Sie kaufte die ganze Kiste, was ihn so verblüffte, dass er sie ihr sogar zum Wagen hinaus trug und völlig zu fragen vergaß, warum sie so viel wollte. Ein Versäumnis, für das ihn seine naseweise Frau und Tochter am Abend streng zurechtwiesen. »Du solltest es mir glauben und nie vergessen«, hatte Jack damals gesagt, nicht lange bevor sie die Ringe tauschten, und sie hatte es geglaubt und nie vergessen. »Ich will mehr werden als ein Hummerfischer. Mein Dad sagt, ich habe nur Scheiße im Kopf. Er sagt, wenn es für meinen Alten und seinen Alten und alle anderen Alten bis zum beschissenen Garten Eden gut genug war, Reusen zu schleppen, dann wäre es auch für mich gut genug. Ist es aber nicht. Ich will was Besseres werden.« Er sah sie an und sein Blick war streng, voller Entschlossenheit, aber es war auch ein liebevoller Blick, voll Hoffnung und Zuversicht. »Ich will mehr sein als ein Hummerfischer und du sollst mehr werden als die Frau eines Hummerfischers. Du wirst ein Haus auf dem Festland haben.« »Ja, Jack.« »Und ich werde keinen beschissenen Chevrolet fahren.« Er holte tief Luft und nahm ihre Hände in seine. »Ich fahre einen Oldsmobile.« Er sah ihr in die Augen, als wollte er sie herausfordern, über diese übertriebene Wunschvorstellung zu lachen. Natürlich ließ sie das bleiben. Sie sagte zum 3. oder 4. Mal an diesem Abend, »Ja, Jack.« Das hatte sie im Verlaufe ihres Verlobungsjahres 1000 Male zu ihm gesagt, und sie erwartete, dass sie es noch Millionen Male sagen würde, bis der Tod ihre Ehe schied. »Ja, Jack.« Hatte es je in der Geschichte der Welt 2 Worte gegeben, die zusammen ausgesprochen so einen wunderbaren Klang hatten? »Mehr als ein beschissener Hummerfischer, was mein Alter auch denkt. Und mag er noch so lachen, ich werde es schaffen. Und weißt du, wer mir dabei helfen wird?« »Ja«, hatte Maddie ruhig geantwortet, »ich.« Er hatte gelacht und sie in die Arme genommen. »Bist verdammt klug, meine Süße«, hatte er zu ihr gesagt. Und so vermählten sie sich, wie es im Märchen heißt, und für Maddie waren diese ersten Monate, in denen sie fast überall mit dem fröhlichen Ruf »Da kommt das junge Paar« begrüßt wurden, wie ein Märchen. Sie hatte Jack, der ihr Halt gab, Jack, der ihr Entscheidungen abnahm, und das war das Beste daran. Die schwierigste Haushaltsentscheidung, die ihr in diesem Jahr abverlangt wurde, war die, welche Vorhänge im Wohnzimmer am besten aussehen würden. Man konnte in dem Katalog aus so vielen auswählen, und ihre Mutter war ihr eindeutig keine Hilfe. Für Maddies Mutter war es schon schwierig, sich zwischen verschiedenen Sorten Toilettenpapier zu entscheiden. Aber sonst bestand das Jahr fast nur aus Freude und Sicherheit. Die Freude, mit Jack in ihrem tiefen Bett zu schlafen, während der Winterwind über die Insel hinweg strich wie ein Messer über ein Brotbrett. Die Sicherheit, dass Jack ihr sagte, was sie wollten und wie sie es bekommen würden. Der Sex war gut
so gut, dass sie manchmal weiche Knie und ein Flattern im Bauch bekam, wenn sie tagsüber daran dachte. Aber seine instinktive Art, alles zu wissen, und ihr wachsendes Vertrauen in seine Instinkte waren noch besser. Eine Zeit lang war es tatsächlich ein Märchen, ja. Dann starb Jack und es wurde unheimlich, aber nicht nur für Maddie, für alle. Kurz bevor dieser unerklärliche Albtraum über die Welt kam, stellte Maddie fest, dass sie das war, was ihre Mutter stets als trächtig bezeichnet hatte, ein hässliches Wort, das sich anhörte wie das Geräusch, wenn man einen Hals voll Rotz herauskeuchen muss. So jedenfalls hörte es sich für Maddie immer an. Da waren sie und Jack schon in das Haus neben dem des Pulsifers auf Gennesaret Island gezogen, das von ihren Bewohnern und denen der nahegelegenen Insel Little Tall immer nur Jenny genannt wurde. Sie hatte eine ihrer quälenden Auseinandersetzungen, als ihre zweite Regel ausblieb, und nach 4 schlaflosen Nächten vereinbarte sie einen Termin bei Dr. McElwain auf dem Festland. Im Rückblick war sie froh darüber. Hätte sie gewartet, ob auch die dritte Regel ausblieb, dann wäre Jack nicht einmal der eine Monat der Freude vergönnt gewesen und ihr wären die Zuwendungen und kleinen Aufmerksamkeiten entgangen, die er ihr zukommen ließ. Im Rückblick schien ihre Unentschlossenheit lächerlich zu sein, aber im Grunde ihres Herzens wusste sie, es hatte sie ein außerordentliches Maß an Mut gekostet, den Test machen zu lassen. Sie hätte sich gewünscht, dass ihr vormittags eindeutiger übel gewesen wäre, damit sie sicherer sein konnte. Sie hatte sich danach gesehnt, dass die Übelkeit sie aus ihren Träumen reißen würde. Sie vereinbarte den Termin, als Jack bei der Arbeit war, aber es war unmöglich, sich mit der Fähre zum Festland zu schleichen. Zu viele Leute von beiden Inseln sahen einen. Irgendwer würde Jack gegenüber erwähnen, dass er seine Frau gestern an Bord der Princess gesehen hätte, und dann würde Jack wissen wollen, was das zu bedeuten hatte. Und wenn das Ganze nur blinder Alarm war, würde sie wie eine dumme Gans dastehen. Aber es war kein blinder Alarm. Sie trug ein Kind in sich. Einerlei, dass sich das Wort anhörte, als räusperte sich jemand mit einer schlimmen Erkältung. Und Jack Pace blieben gerade noch 27 Tage Zeit, sich auf sein Kind zu freuen, bevor eine hohe Welle ihn vom Deck der My Lady Love spülte, dem Hummerboot, das er von seinem Onkel Mike geerbt hatte. Jack konnte schwimmen, und er war wie ein Korken wieder zur Wasseroberfläche geschnellt, erzählte ihr Dave Emmons kläglich. Aber genau in diesem Moment kam eine zweite hohe Welle und schleuderte das Boot gegen ihn. Und wenn Dave auch nicht mehr sagen wollte, war Maddie als Inselmädchen geboren und groß geworden und wusste Bescheid. Sie konnte das hohle Pochen geradezu hören, als das Boot gegen den Kopf ihres Mannes prallte und möglicherweise genau das Stückchen Hirn zertrümmerte, das dafür verantwortlich war, dass er im Dunkel der Nacht immer und immer wieder ihren Namen geflüstert hatte, wenn er in ihr gekommen war. Jack Pace, mit einem schweren Kapuzen, Parker und Stiefeln bekleidet, war untergegangen wie ein Stein. Sie hatten auf dem kleinen Friedhof am nördlichen Ende von Jenny Island einen leeren Sarg begraben, und Reverend Johnson, wenn es um Religion ging, hatte man auf Jenny und Little Tall 2 Möglichkeiten. Man konnte Methodist sein, und wenn einem das nicht zusagte, konnte man ein abtrünniger Methodist sein, hatte über dem leeren Sarg gepredigt wie über so vielen anderen. Der Gottesdienst ging zu Ende, und Maddie war mit 22 Jahren Witwe, hatte ein Brötchen im Ofen und niemand mehr, der ihr sagen konnte, wo sich das Rad befand, ganz zu schweigen davon, wann sie die Schultern dagegen stemmen und wie weit sie es drücken musste. Anfangs dachte sie daran, nach Little Tall zurückzukehren, zu ihrer Mutter, um die Zeit abzuwarten, aber das eine Jahr mit Jack hatte ihre Perspektive ein wenig zurechtgerückt, und sie wusste, ihre Mutter war hilflos, fast noch hilfloser als sie selbst, und deshalb fragte sie sich, ob es so gut wäre, zu ihr zurückzukehren. »Maddie«, sagte Jack immer wieder zu ihr. Er war auf der Welt tot, aber nicht, so schien es, in ihrem Kopf. In ihrem Kopf war er so lebendig, wie ein toter Mann es nur sein konnte. »Du kannst dich nicht immer nur für eines entscheiden, nämlich, dass du dich nicht entscheiden kannst.« Und ihrer Mutter ging es nicht besser. Sie unterhielten sich am Telefon, und Maddie hoffte, ihre Mutter würde ihr einfach sagen, sie solle nach Hause zurückkommen, aber Mrs. Sullivan konnte keinem, der älter als 10 Jahre war, etwas sagen.
Vielleicht solltest du wieder hierher kommen, hatte sie einmal zögernd gesagt, aber Maddie konnte sich nicht einig werden, ob das »Bitte komm nach Hause« heißen sollte oder »Bitte nimm kein Angebot von mir an, das ich eigentlich nur der Form halber ausgesprochen habe.« Sie dachte lange schlaflose Nächte darüber nach, was es bedeuten mochte, und brachte sich damit nur noch mehr in Verwirrung. Dann fingen die unheimlichen Ereignisse an, und die größte Barmherzigkeit war, dass es auf Jenny nur einen kleinen Friedhof und so viele Gräber mit leeren Särgen gab. Was ihr früher bedauerlich vorgekommen war, schien heute ein wahrer Segen zu sein. Auf Little Tall gab es zwei, beide recht groß, und deshalb schien es bei weitem sicherer zu sein, auf Jenny zu bleiben und abzuwarten. Sie würde abwarten, ob die ganze Welt starb oder aber das überlebte. Wenn die Welt überlebte, würde sie, Maddie, auf das Baby warten. Und nun, nach einem Leben passiven Gehorsams und vager Beschlüsse, die normalerweise eine oder zwei Stunden, nachdem sie aufgestanden war, wie Träume verschwanden, kam sie endlich zurecht. Sie wusste, es lag teilweise daran, dass sie mit einem schrecklichen Schock nach dem anderen konfrontiert wurde, angefangen mit dem Tod ihres Mannes bis zu einer der letzten Durchsagen, die die Satellitenschüssel des Pulsifers aufgefangen hatte. Ein verängstigter kleiner Junge, der zum Dienst als Reporter von CNN gezwungen worden war, verkündete, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, die First Lady, der Außenminister und der Emir von Kuwait im Ostzimmer des Weißen Hauses von Zombies gefressen worden waren. »Ich werde es noch einmal wiederholen«, hatte der unfreiwillige Reporter gesagt, und dabei traten die roten Pusteln seiner Akne auf Stirn und Kinn wie Stigmata hervor. Sein Mund fing an zu zucken, seine Hände zitterten unkontrolliert. »Ich wiederhole, dass ein paar Leichen gerade den Präsidenten, seine Frau und eine ganze Menge anderer politischer Großköpfe verschlungen haben, die sich im Weißen Haus aufhielten, um pochierten Lachs und Kirschtorte zu essen.« Dann hatte der Junge irre zu lachen angefangen und »Los, Yale, Bula Bula!« geschrien, so laut er konnte. Schließlich rannte er aus dem Bild und ließ das Nachrichtenpult von CNN zum ersten Mal, seit sich Maddie erinnern konnte, verwaist. Sie und die Pulsifers betrachteten in schockiertem Schweigen, wie das Nachrichtenpult verschwand und ein Werbespot für Boxcar Willy Schallplatten begann, nicht im freien Handel erhältlich. Sie bekommen diese erstaunliche Sammlung nur, wenn Sie die Nummer wählen, die am unteren Bildschirmrand eingeblendet wird. Ein Buntstift der kleinen Cheyenne Pulsifer lag am Ende des Tisches vor dem Sessel, in dem Maddie saß, und aus irgendeinem Grund nahm sie ihn und schrieb die Nummer auf, bevor Mrs. Pulsifer aufstand und den Fernseher wortlos abschaltete. Maddie sagte ihnen gute Nacht und bedankte sich für den Fernsehabend und das Popcorn. »Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht, Maddie?« fragte Candy Pulsifer sie zum fünften Mal an diesem Abend, und Maddie sagte zum fünften Mal an diesem Abend, es gehe ihr ausgezeichnet. Sie kam zurecht. Und Candy sagte, das wüsste sie. Aber sie könne dennoch gern jederzeit im oberen Schlafzimmer übernachten, das Brian gehört hatte. Maddie umarmte Candy, gab ihr einen Kuss auf die Wange, lehnte mit den zuckersüßesten Dankesworten ab, die ihr einfielen, und durfte sich endlich verabschieden. Sie war die windige halbe Meile gelaufen und stand schon in ihrer eigenen Küche, als sie feststellte, dass sie den Zettel, auf den sie die Telefonnummer gekritzelt hatte, immer noch in der Hand hielt. Sie hatte die Nummer gewählt, aber keine Antwort erhalten. Keine Tonbandstimme sagte ihr, dass im Augenblick sämtliche Anschlüsse besetzt wären oder die Nummer sich geändert hätte. Kein piepsendes Freizeichen verkündete, dass die Verbindung unterbrochen war, kein Fiepen oder Tuten oder Klicken, nur gleichgültige Stille. Da wusste Maddie mit Sicherheit, dass das Ende entweder bevorstand oder schon da war. Wenn man die Nummer nicht mehr anrufen und die Boxcar Willy Schallplatten, die es in keinem Geschäft zu kaufen gab, nicht mehr bestellen konnte, wenn zum ersten Mal in ihrem Leben keine Vermittlung zur Stelle war, dann war das Ende der Welt eine unumstößliche Tatsache. Sie tastete über ihren runden Bauch, als sie vor dem Telefon an der Küchenwand stand und ohne zu merken, dass sie laut sprach, zum ersten Mal sagte, es wird eine Hausentbindung werden, aber das macht nichts, solange du dich vorbereitest und bereit bleibst, Mädchen. Du darfst nicht vergessen, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Es muss eine Hausentbindung werden. Sie wartete auf Angst, aber die stellte sich nicht ein.
Damit komme ich sicher zurecht, sagte sie, und diesmal hörte sie sich und ließ sich von der Überzeugung ihrer eigenen Worte trösten. Ein Baby. Wenn das Baby kam, würde das Ende der Welt selbst enden. Eden, sagte sie und lächelte. Ihr Lächeln war reizend, das Lächeln einer Madonna. Es spielte keine Rolle, wie viel verwesende Leichen, unter denen sich auch Gut und Gern Box Kawilli befinden konnte, auf dem Antlitz der Erde herumschlurften. Sie würde ein Baby bekommen, sie würde die Hausentbindung durchstehen und die Möglichkeit von Eden würde bestehen bleiben. Die ersten Berichte kamen aus einem australischen Dorf am Rande des Outback, einem Ort mit einem einprägsamen Namen Fiddle Dee. Der Name der ersten amerikanischen Stadt, in der wandelnde Tote gemeldet wurden, war möglicherweise noch einprägsamer: Thumper, Florida. Der erste Artikel darüber erschien in Amerikas beliebtester Boulevardzeitung in den Supermärkten Inside View. Die Toten in einer Kleinstadt in Florida erwachen wieder zum Leben, verkündete die Schlagzeile marktschreierisch. Der Artikel begann mit der Rekapitulation eines Films mit dem Titel »Die Nacht der lebenden Toten«, den Maddie nie gesehen hatte, und leitete zu einem anderen über »Macumba Love«, den sie auch nie gesehen hatte. Drei Fotos illustrierten den Artikel. Bei dem ersten handelte es sich um ein Standfoto aus »Die Nacht der lebenden Toten«, das eine Gruppe, die aus der Klapsmühle entsprungen zu sein schien, vor einem Farmhaus zeigte. Das zweite aus Macumba Love und zeigte eine Blondine, deren Bikini-Oberteil sich über Brüsten strammte, die so groß waren wie preisgekrönte Kürbisse. Die Blondine hielt die Hände hoch und schrie angsterfüllt in Gegenwart eines Schwarzen mit Maske. Das dritte war angeblich ein Bild, das in Thumper, Florida, aufgenommen worden war. Die unscharfe, körnige Fotografie zeigte eine Person unbestimmbaren Geschlechts, die vor einer Videospielhalle stand. Dem Artikel zufolge war die Gestalt in die Gewänder des Grabes gehüllt, aber es hätte sich ebenso gut um jemand handeln können, der in ein schmutziges Laken gewickelt war. Kein Knüller. Letztes Wochenende Bigfoot vergewaltigt Chorknaben. Diese Woche Tote, die wieder auferstanden. Nächste Woche ein zwergenhafter Massenmörder. Kein Knüller. Jedenfalls, solange sie nicht an anderen Orten wiederkehrten. Kein Knüller. Bis zum ersten Filmbericht in den Nachrichten. Vielleicht möchten sie ihre Kinder bitten, das Zimmer zu verlassen, lautete Tom Brokaws ernste Ansage. Verweste Monster, unter deren trockener Haut die Knochen zu sehen waren. Opfer von Verkehrsunfällen, bei denen die Schminke des Leichenbestatters abgeblättert war, sodass man die zerfetzten Gesichter und eingedrückten Schädel sehen konnte. Frauen, deren Haar zu Schmutz verklebten Bienenstöcken frisiert war, in denen Käfer und Maden herumwimmelten. Gesichter, die entweder ausdruckslos oder von einer berechnenden, idiotischen Intelligenz erfüllt waren. Kein Knüller, bis zu den ersten grässlichen Fotos in einer Ausgabe der Zeitschrift People, die in Plastikfolie eingeschweißt war und mit einem Aufkleber »Kein Verkauf an Minderjährige« ausgeliefert wurde. Dann war es ein Knüller. Wenn man einen verwesten Mann sah, der noch den schlammverklebten Anzug von Brooks Brothers trug, in dem er begraben worden war, wie er die Kehle einer schreienden Frau in einem T-Shirt mit der Aufschrift »Eigentum der Houston Oilers« zerfetzte, dann wurde einem klar, dass man es mit einem echten Knüller zu tun hatte. Da fingen auch die Anschuldigungen und das Säbelrasseln an, und drei Wochen lang wurde die Welt vom Spektakel der beiden atomaren Supermächte, die sich auf unentrinnbarem Konfrontationskurs zu befinden schienen, von den Kreaturen abgelenkt, die aus ihren Gräbern entkamen wie groteske Falter aus verseuchten Kokons. Es gäbe keine Zombies in den Vereinigten Staaten, verkündeten die TV-Kommentatoren in Rot China. Vielmehr handelte es sich um eine Zwecklüge, die einen unverzeihlichen Akt chemischer Kriegsführung gegen die Volksrepublik China kaschieren sollte, eine grässlichere und vorsätzliche Version dessen, was sich in Bhopal in Indien abgespielt hatte. Gegenschläge würden folgen, wenn die toten Genossen, die aus ihren Gräbern auferstanden, sich nicht innerhalb von 10 Tagen wieder tot hinlegten, wie es sich gehörte.
Sämtliche amerikanische Diplomaten wurden des Landes verwiesen und in mehreren Fällen wurde gemeldet, dass amerikanische Touristen totgeschlagen wurden. Der Präsident, der bald darauf selbst zum Tagesessen der Zombies werden sollte, reagierte darauf, indem er den Spieß umdrehte. Die US-Regierung, verkündete er dem amerikanischen Volk, verfüge über unumstößliche Beweise dafür, dass die einzigen wandelnden Toten in China absichtlich freigelassen worden seien. Und auch wenn der Oberpanda mit unschuldigen Schlitzaugen vor die Öffentlichkeit treten und behaupten mochte, es würden über 8000 Leichen auf der Suche nach dem endgültigen Kollektivismus herumschlurfen, verfügten wir über eindeutige Beweise, dass es nicht einmal 40 waren. Die Chinesen hatten einen heimtückischen Akt chemischer Kriegsführung begangen und loyale Amerikaner wieder zum Leben erweckt, die kein anderes Ziel hatten, als andere loyale Amerikaner zu verzehren. Und wenn diese Amerikaner, von denen einige gute Demokraten gewesen waren, sich nicht innerhalb der nächsten 5 Tage wieder hinlegten und tot blieben, wie es sich gehörte, dann würde Rotchina zu einem einzigen gewaltigen Bombentrichter werden. NORAD wurde in DEFCON 2 versetzt. Als ein britischer Astronom namens Humphrey Dagbold den Satelliten entdeckte, oder das Raumschiff, oder die Kreatur, oder was auch immer in 3 Teufelsnamen es war. Dagbold war nicht einmal ein professioneller Astronom, sondern ein Amateursterngucker aus dem Westen Englands, niemand Besonderes, hätte man gesagt. Und doch rettete er die Welt mit ziemlicher Sicherheit vor einem thermonuklearen Schlagabtausch, wenn nicht vor einem regelrechten Atomkrieg. Alles in allem keine schlechte Arbeit für einen Mann mit einer schiefen Nasenscheidewand und einem schlimmen Fall von Schuppenflechte. Zuerst hatte es den Anschein, als wollten die kampfbereiten politischen Systeme gar nicht glauben, was Dagbold herausgefunden hatte, selbst nachdem das Royal Observatory in London seine Fotos und Daten für authentisch erklärt hatte. Schließlich jedoch wurden die Raketensilos wieder geschlossen und die Teleskope überall auf der Welt richteten sich fast widerwillig auf den Stern Wormwood. Die vereinte amerikanisch-chinesische Weltraummission, die den unwillkommenen Neuling erforschen sollte, startete keine 3 Wochen, nachdem die ersten Fotos im Guardian veröffentlicht worden waren. Von den Landshu-Höhen und jedermanns Lieblingsamateurastronom befand sich an Bord, samt gekrümmter Nasenscheidewand und Schuppenflechte. In Wahrheit wäre es schwer gewesen, Dagbold von der Mission auszuschließen. Er war weltweit zum Helden geworden, zum angesehensten Briten seit Winston Churchill. Als ihn ein Reporter am Tag vor dem Start fragte, ob er Angst hätte, wieherte Dagbold sein seltsam rührendes Robert Morley-Lachen, rieb sich die Seite seiner wahrhaft gigantischen Nase und verkündete: »Ich bin starr vor Angst, Junge, durch und durch starr vor Angst.« Und wie sich herausstellte, hatte er allen Grund, starr vor Angst zu sein, wie jedermann. Die letzten 61 Sekunden der Übertragung von Bord der Xiaoping Truman stuften alle 3 beteiligten Regierungen als so grässlich ein, dass man sie nicht veröffentlichen konnte. Es gab auch kein offizielles Kommuniqué, was selbstverständlich keine Rolle spielte. Fast 20.000 Techniker des Bodenpersonals hatten den Raumflug überwacht und es schien, als hätten mindestens 19.000 von ihnen Aufzeichnungen davon angefertigt, als die Raumkapsel, nun gab es wirklich einen anderen Ausdruck dafür, gestürmt worden war. Chinesische Stimme: »Würmer! Es sieht aus wie ein riesiger Ball von Würmern!« Amerikanische Stimme: »Oh Gott, passt auf, was kommt auf uns zu?« Dagbold: »Es findet eine Art Ausstoß statt. Das Steuerbordfenster ist...« Chinesische Stimme: »Leck, leck! In die Raumanzüge, Freunde!« Unverständliches Durcheinander. Amerikanische Stimme: »Und scheint sich hineinzufressen in...« Weibliche chinesische Stimme: »Oh, haltet es auf! Die Augen...« Geräusch einer Explosion. Dagbold: »Explosive Dekompression hat stattgefunden. Ich sehe 3, 4 Tote und da sind Würmer. Überall sind Würmer.« Amerikanische Stimme: »Schutzschild, Schutzschild, Schutzschild!« Schreie. Chinesische Stimme: »Wo ist meine Mama? Oh Gott, wo ist meine Mama?« Schreie. Geräusch, als schlürfe ein zahnloser alter Mann Kartoffelpüree. Dagbold: »Die Kabine ist voll von Würmern. Jedenfalls scheint es sich um Würmer zu handeln.«
was heißen soll, dass es sich tatsächlich um Würmer handelt, wie man feststellt, die sich offenbar vom Hauptsatelliten, für den wir ihn hielten, abgekoppelt haben. Was heißen soll, man denkt, die Kabine sei voller schwebender Leichenteile. Diese Weltraumwürmer sondern offenbar eine Art Säure ab. An dieser Stelle wurden die Schubdüsen gezündet. Dauer der Schubphase ist 7,2 Sekunden. Dies könnte ein Versuch gewesen sein, zu entkommen oder möglicherweise das zentrale Objekt zu rammen. Wie auch immer, das Manöver hat nicht funktioniert. Es scheint wahrscheinlich, dass die Schubdüsen selbst mit Würmern verstopft waren und Captain Ling Yang oder wer immer zu dem Zeitpunkt Befehlshaber war, hielt es für wahrscheinlich, dass die Treibstofftanks selbst als Folge dieser Verstopfung explodieren könnten. Deshalb wurde abgeschaltet. Amerikanische Stimme. Oh Gott, sie sind in meinem Kopf. Sie fressen mein Ge... Störgeräusche. Deckbolt. Ich glaube, die Vernunft gebietet einen strategischen Rückzug in den Lagerraum. Der Rest der Besatzung ist tot. Daran besteht kein Zweifel. Schade. Tapferer Haufen. Sogar der fette Amerikaner, der sich immer in der Nase gebohrt hat. Aber in anderer Hinsicht denke ich nicht... Störgeräusche. Deckbolt. Wirklich tot. Denn Ching Ning Tsung, oder besser ausgedrückt, Ching Ling Tsungs abgetrennter Kopf, möchte man sagen, ist gerade an mir vorbeigeschwebt. Sie hatte die Augen offen und blinzelte. Sie schien mich zu erkennen und... Störgeräusche. Deckbolt. Halte dicht! Explosion. Störgeräusche. Deckbolt. Um mich herum. Ich wiederhole, rings um mich herum. Zuckende Wesen. Sie weiß irgendwas, ob... Deckbolt schreit und flucht. Dann schreit er nur noch. Wieder Geräusche vom zahnlosen alten Mann. Ende der Übertragung. 3 Sekunden später explodierte die Xiaoping Truman. Die Invasion vom Stern Wormwood war während des kurzen und eher jämmerlichen Konflikts von über 300 Teleskopen auf der Erde beobachtet worden. Als die letzten 61 Sekunden der Übertragung anfingen, wurde die Raumkapsel von etwas verdeckt, das tatsächlich wie Würmer aussah. Am Ende der letzten Übertragung konnte man die Kapsel überhaupt nicht mehr sehen, nur eine wuselnde Masse von Wesen, die sich daran festgesaugt hatten. Augenblicke nach der endgültigen Explosion schoss ein Wettersatellit ein einziges Bild der schwebenden Trümmer, bei denen es sich teilweise sicherlich um Fetzen der Wurmwesen handelte. Ein abgetrenntes menschliches Bein in einem chinesischen Raumanzug, das dazwischen trieb, war eindeutig leichter zu identifizieren. Und in gewisser Weise spielte nicht einmal das noch eine Rolle. Die Wissenschaftler und politischen Führer beider Länder wussten genau, wo sich der Stern Wormwood befand. Über dem wachsenden Loch in der Ozonschicht der Erde. Von da schickte er etwas herunter und es waren keine Blumensträuße von Flurop. Als nächstes kamen Raketen. Der Stern Wormwood wich ihnen mühelos aus und nahm anschließend seine Position über dem Loch wieder ein. Im Satellitenfernsehen der Pulsifers standen noch mehr Tote auf und wandelten, aber jetzt mit einem gewichtigen Unterschied. Anfangs hatten die Zombies nur lebende Menschen gebissen, die ihnen zu nahe kamen, aber in den Wochen, bevor der Hightech-Sony der Pulsifers nur noch Flimmern zeigte, versuchten die Toten von sich aus an die Lebenden heranzukommen. Es sah aus, als wären sie zu dem Ergebnis gekommen, dass ihnen schmeckte, in was sie da bissen. Die letzte Anstrengung, das Ding zu vernichten, unternahmen die Vereinigten Staaten. Der Präsident genehmigte einen Versuch, den Stern Wormwood mit einer Anzahl Kernwaffen im Orbit zu vernichten, ungeachtet all seiner früheren Zusicherungen, denen zufolge Amerika nie atomare SDI-Waffen im Orbit stationiert hatte und es auch nie tun würde. Alle anderen setzten sich ebenfalls darüber hinweg. Vielleicht waren sie zu sehr damit beschäftigt, für den Erfolg des Unternehmens zu beten. Es war eine gute Idee, aber unglücklicherweise keine erfolgreiche. Nicht ein einziges Geschoss von einem einzigen SDI-Satelliten zündete. Das machte insgesamt 24 Versager. So viel zur modernen Technologie. Denn nach allen Schocks auf Erden wie im Himmel kam die Sache mit dem kleinen Friedhof hier auf Jenny. Aber auch das schien für Maddie nicht recht zu zählen, denn sie war nicht dabei gewesen. Da das Ende der Zivilisation nun eindeutig bevorstand und die Insel vom Rest des Festlandes abgeschnitten war, glücklicherweise, wie die Bewohner fanden, hatten sich die alten Gewohnheiten mit unausgesprochener, aber unbestreitbarer Nachdrücklichkeit gefestigt.
Inzwischen wussten alle, wie es weitergehen würde. Es war nur eine Frage des Wann und dass man bereit war, wenn es soweit kam. Frauen waren davon ausgeschlossen. Natürlich war es Bob Daggett, der den Dienstplan für die Wache aufstellte. Das war nur recht und billig. Schließlich war Bob seit schätzungsweise 1000 Jahren Gemeinderatsvorsitzender auf Jenny. Am Tag nach dem Tod des Präsidenten, der Gedanke, dass er und die First Lady hirnlos durch die Straßen von Washington D.C. schlurften und an den Menschen Armen und Beinen nagten, wie Leute, die bei einem Picknick Hähnchenschenkel verzehrten, kam nicht zur Sprache. Das war mehr, als man ertragen konnte, auch wenn der alte Trottel und sein blondes Weibsbild Demokraten waren. Berief Bob Daggett die erste Stadtratssitzung ausschließlich für Männer seit der Zeit vor dem Bürgerkrieg ein. Maddie war nicht dabei, aber sie hörte davon. Dave Emmons erzählte ihr alles, was sie wissen musste. »Ihr Männer kennt die Situation«, sagte Bob. Er sah so gelb aus wie ein Mann mit Gelbsucht. Und die Leute erinnerten sich, dass seine Tochter, die noch zu Hause lebte, nur eine von vieren war. Die anderen lebten anderswo, was heißen sollte, auf dem Festland. Aber verdammt, was das betraf, hatten sie alle Verwandte auf dem Festland. »Wir haben hier eine Ruhestätte auf Jenny«, fuhr Bob fort, »und hier ist noch nichts passiert, was aber nicht heißen muss, dass auch nichts passieren wird. An vielen Orten ist noch nichts passiert, aber es sieht so aus. Wenn's mal passiert, dann passiert es ziemlich schnell.« Die Männer, die sich in der Turnhalle der Grundschule versammelt hatten, der einzigen Halle, die allen Platz bot, murmelten zustimmend. Alles in allem waren es etwa 70, deren Altersspektrum von Johnny Crane, der gerade 18 geworden war, bis zu Bobs Großonkel Frank reichte, der 80 war, ein Glasauge hatte und Tabak kaute. Selbstverständlich stand kein Spucknapf in der Turnhalle, deshalb hatte Frank Daggett sich ein leeres Mayonnaiseglas mitgebracht, in das er den Saft spucken konnte. Das tat er gerade. »Komm zur Sache, Bobby«, sagte er. »Du bewirbst dich nicht um ein Amt und die Zeit wird knapp.« Wieder ertönte ein zustimmendes Murmeln, worauf Bob Daggett errötete. Irgendwie gelang es seinem Großonkel immer, ihn als unfähigen Trottel hinzustellen, und wenn ihm etwas auf der Welt mehr stank, als wie ein unfähiger Trottel dazustehen, dann war es, wenn er Bobby genannt wurde. Herrgott, immerhin war er Grundbesitzer und er unterstützte den alten Furz, er bezahlte sogar seinen scheiß Kautabak. Aber all das konnte er nicht laut sagen. Die Augen des alten Frank waren wie zwei Feuersteine. »Okay«, sagte Bob brüsk, »folgendes. Wir möchten, dass 12 Männer wach halten. In ein paar Minuten werde ich einen Plan aufstellen. 4-Stunden-Schichten.« »Ich kann verdammt viel länger als 4 Stunden wach stehen«, meldete sich Matt Arsenault zu Wort. Und Davy berichtete Maddie später, Bob hätte nach der Versammlung gesagt, dass kein Wohlfahrtsempfänger wie Matt Arsenault es gewagt hätte, sich so dreist zu Wort zu melden, wenn der alte Mann ihn nicht vor allen Männern der Insel Bobby genannt hätte, als wäre er ein kleiner Junge und nicht ein Mann 3 Monate vor dem 50. Geburtstag. »Vielleicht, vielleicht auch nicht«, hatte Bobby gesagt, »aber wir haben genug Leute und keiner soll während der Wache einschlafen. Ich werde nicht...« »Ich hab nicht von dir gesprochen«, sagte Bob, aber der Blick, mit dem er Matt Arsenault musterte, sagte deutlich, dass er doch von ihm gesprochen haben konnte. »Dies ist kein Kinderspiel. Setz dich und halt den Mund.« Matt Arsenault machte den Mund auf, um noch mehr zu sagen, dann drehte er sich zu den anderen Männern um, einschließlich des alten Frank, und hielt klugerweise den Schnabel. »Wer ein Gewehr hat, bringt es mit, wenn er an der Reihe ist«, fuhr Bob fort. Nachdem er Arsenault mehr oder weniger in die Schranken verwiesen hatte, ging es ihm etwas besser. »Es sei denn, es handelt sich um eine 22er. Wenn ihr nichts Größeres habt, kommt her und holt euch hier eines ab.« »Wusste gar nicht, dass die Schule eine Waffenkammer hat«, sagte Cal Patridge, woraufhin gelacht wurde. »Jetzt noch nicht«, sagte Bob, »aber sie wird eine bekommen, weil jeder von euch, der ein Gewehr hat, das größer als eine 22er ist, es hierher bringen wird.« Er sah John Worley an, den Direktor. »Einverstanden, dass wir sie in deinem Büro aufbewahren, John?« Worley nickte. Neben ihm rang Reverend Johnson geistesabwesend die Hände. »Ach, scheiße«, sagte Oren Campbell.
Ich habe eine Frau und zwei Rinder daheim. Soll ich sie mit nichts, um sich zu schützen, zurücklassen, wenn eine Bande von Leichen zu einem verfrühten Thanksgiving-Essen kommt, während ich Wache schiebe? Wenn du deinen Job auf dem Friedhof erfüllst, kommt es gar nicht dazu, erwiderte Bob mit steinerner Miene. Einige von euch haben Pistolen. Die wollen wir nicht. Findet heraus, welche Frauen schießen können und welche nicht, und gebt ihnen die Pistolen. Wir sorgen dafür, dass sie in Gruppen zusammenbleiben. »Dann können sie in Bino spielen«, gackerte der alte Frank, und Bob lächelte auch. »Bei Gott, das war schon besser.« »Nachts sollten wir Lastwagen um den Friedhof postieren, damit wir genug Licht haben.« Er sah zu Sonny Dodson, der Island Amoco betrieb, die einzige Tankstelle auf Jenny. Sonny machte seinen Umsatz nicht mit Autos und Lastwagen. Scheiße, es gab auf der Insel kaum Platz zum Fahren und man bekam den Sprit auf dem Festland 10 Cent billiger, sondern mit den Hummerkuttern und den Motorbooten, die er im Sommer von seinem improvisierten Landungssteg aus vermietete. »Lieferst du das Benzin, Sonny?« »Krieg ich Gutscheine?« »Du kriegst deinen Arsch gerettet«, sagte Bob. »Wenn die Lage sich wieder normalisiert, falls es je dazu kommt, wirst du wohl bekommen, was du ausgelegt hast.« Sonny sah sich um, erntete nur verbissene Blicke und zuckte die Achseln. Er sah ein wenig verdrossen aus, in Wahrheit aber eher verwirrt, wie Davy Maddie am nächsten Tag erzählte. »Hab nicht mehr als 1600 Liter Sprit«, sagte er, »fast nur Diesel.« »Wir haben 5 Generatoren auf der Insel«, sagte Bert Dorfman. Wenn Bert sich zu Wort meldete, hörten alle zu. Als einziger Jude auf der Insel wurde er wie ein Orakel betrachtet, das in 50% aller Fälle funktioniert. »Die laufen alle mit Diesel. Ich kann Scheinwerfer aufstellen, wenn es sein muss.« Leises Murmeln. Aber wenn Bert sagte, dass er es konnte, dann konnte er es auch. Er war ein jüdischer Elektriker, und auf den Inseln herrschte die unausgesprochene, aber nachhaltige Überzeugung, dass das die Besten waren. »Wir werden diesen Friedhof ausleuchten wie eine verdammte Bühne«, sagte Bob. Andy Kingsbury stand auf. »Ich habe in den Nachrichten gehört, dass man diesen Kreaturen in die Köpfe schießen kann, und manchmal bleiben sie liegen und manchmal nicht.« »Wir haben Motorsägen«, sagte Bob eisig. »Und was nicht tot bleibt, nun, wir können dafür sorgen, dass es sich lebend nicht allzu weit bewegen kann.« Das war ziemlich alles, abgesehen vom Aufstellen des Wachplans. 6 Tage und Nächte verstrichen, und die Wachposten rings um den kleinen Friedhof auf Jenny kamen sich schon ein bisschen albern vor. »Ich weiß nicht, ob ich Wache schiebe oder mich zum Trottel mache«, sagte Orrin Campbell eines Nachmittags, als ein Dutzend Männer vor dem Friedhofstor standen und Crab spielten. Als es passierte. Und als es passierte, passierte es schnell. Dave erzählte Maddie, dass er ein Geräusch wie das Heulen des Windes im Kamin in einer stürmischen Nacht gehört hätte, und dann kippte der Grabstein um, der die letzte Ruhestätte von Mr. und Mrs. Fourniers Sohn Michael schmückte, der mit 17 an Leukämie gestorben war. Schlimme Sache war das gewesen, wo er doch ihr einziger Junge war, und sie waren so nette Leute. Einen Augenblick später wühlte sich eine verweste Hand mit einem moosbedeckten Siegelring der Yarmouth Academy an einem Finger aus dem Boden und krallte sich durch das hohe Gras. Dabei war der Mittelfinger abgebrochen. Die Erde bebte wie der Bauch einer schwangeren Frau, die dabei ist, ihre Ladung loszuwerden, hätte Dave fast gesagt. Er überlegte es sich aber in aller Hast anders, wie eine große Welle, die in eine schmale Bucht rollt. Und dann richtete sich der Junge auf, nur konnte man ihn praktisch nicht mehr erkennen, nicht nach 2 Jahren unter der Erde. Aus den Überresten seines Gesichts ragten Holzsplitter, sagte Davy, und Fetzen blauen Stoffs hingen in seinem Haar. »Sargfütterung«, sagte Dave zu ihr, während er auf seine unablässig knetenden Hände hinabsah. »Das weiß ich so genau, wie ich meinen eigenen Namen weiß.« Nach einer Pause fügte er hinzu, Gott sei Dank hatte Mike's Dad nicht diese Schicht. Maddie hatte genickt. Die Männer der Wache, die nicht nur eine Scheißangst hatten, sondern sich auch ekelten, eröffneten das Feuer auf den wieder auferstandenen Leichnam des einstigen Schach-Champion der Highschool und zweiten All-Star-Baseman und schossen ihn in Fetzen.
andere in nackter Panik abgegebene Schüsse sprengten Splitter von dem Marmorgrabstein weg, und es war ein Glück, dass sich die bewaffneten Männer zu einer Gruppe zusammengefunden hatten, als die Festivitäten begannen. Hätten sie sich in zwei Gruppen aufgestellt, Bob Daggetts ursprünglichem Vorschlag folgend, hätten sie sich wahrscheinlich gegenseitig erschossen. So wurde kein einziger Inselbewohner verletzt, nur Bud Meacham fand am nächsten Tag ein verdächtiges Loch im Ärmel seines Hemdes. »War wahrscheinlich nur ein Brombeerdorn«, sagte er, »davon gibt's jede Menge an dem Ende der Insel, wisst ihr?« Niemand widersprach, aber die Rußspuren um das Loch herum erweckten in seiner verängstigten Frau den Verdacht, dass das Hemd von einem Brombeerdorn von ziemlich großem Kaliber zerrissen worden war. Der junge Fournier fiel um. Der größte Teil blieb reglos liegen. Andere Teile von ihm zuckten noch. Aber dann fing der gesamte Friedhof an zu zucken, als wütete dort ein Erdbeben. Aber nur dort, sonst nirgends. Das alles hatte sich etwa eine Stunde vor Einbruch der Dämmerung zugetragen. Bert Dorfman hatte eine Sirene mit einer Traktorbatterie verbunden und Bob Daggett drückte auf den Knopf. Innerhalb von 20 Minuten hatten sich die meisten Männer der Insel auf dem Friedhof eingefunden. Und es war verdammt knapp, wie Dave Emmons sich ausdrückte, denn einige der Toten wären um ein Haar entkommen. Der alte Frank Daggett, noch 2 Stunden von dem Herzanfall entfernt, der ihn erledigen sollte, als sich die Aufregung gerade langsam widerlegte, organisierte die neu angekommenen Männer, damit sie sich nicht gegenseitig erschossen. Und die letzten 10 Minuten hörte sich der Friedhof von Jenny wie ein Schießstand an. Am Ende der Festivitäten war der Pulverdampf so dicht, dass einige Männer würgen mussten. Der saure Geruch von Erbrochenem war fast stärker als der Geruch vom Pulverdampf und er hielt sich länger. Und dennoch wandten einige von ihnen sich noch wie Schlangen mit gebrochenem Rücken, überwiegend die Frischen. »Bert«, sagte Frank Daggett, »hast du die Motorsägen?« »Klar«, sagte Bert. Und dann kam ein langer, ächzender Ruf aus seinem Mund, ein Laut, als fräße sich eine Grille in Baumrinde hinein, als er trocken würgte. Er konnte die zuckenden Leichen, die umgestürzten Grabsteine, die klaffenden Gruben, aus denen die Toten aufgestanden waren, nicht aus den Augen lassen. »Im Wagen!« »Vollgetankt?« Blaue Venen standen an Franks uraltem, haarlosem Kopf hervor. »Ja!« Bert legte eine Hand auf den Mund. »Entschuldigung.« »Von mir aus kannst du dir die Därme rauskotzen, solange du willst«, sagte Frank schroff, »aber mach dich dabei nützlich und hol die Sägen. Und du.« Mit dem letzten »du« meinte er seinen Großneffen Bob. »Ich kann nicht, Onkel Frank«, sagte Bob kläglich. Er drehte sich um und sah 6 seiner Freunde und Nachbarn im hohen Gras liegen. Sie waren nicht gestorben, sie waren umgekippt. Die meisten hatten ihre eigenen Verwandten aus der Erde kriechen sehen. Buck Harkness, der da drüben neben einer Espe lag, hatte zu dem Schützenkommando gehört, dass seine verstorbene Frau in Fetzen geschossen hatte. Er war ohnmächtig geworden, als er ansehen musste, wie ihr verwestes, wurmzerfressenes Gehirn als widerlich grauer Matsch aus ihrem Hinterkopf gequollen war. »Ich kann nicht, ich...« Franks Hand, von Arthritis verkrümmt, aber hart wie Stein, schlug ihm klatschend ins Gesicht. »Du kannst und du wirst, Freundchen«, sagte er. Bob ging mit den anderen Männern. Frank Daggett sah ihnen grimmig nach und rieb sich die Brust, von der pochende Wogen des Schmerzes den linken Arm hinunter bis in den Ellenbogen liefen. Er war alt, aber nicht dumm. Er konnte sich ziemlich gut vorstellen, was das für Schmerzen waren, und er wusste genau, was sie bedeuteten. Er sagte mir, dass er einen Herzschlag kriegen würde, und dabei klopfte er sich auf die Brust, fuhr Dave fort und legte die Hand auf den Muskelwulst über der linken Brustwarze, um es vorzuführen. Maddie nickte, um zu zeigen, dass sie verstand. Er sagte, wenn mir was passiert, bevor dieser Schlamassel überstanden ist, Davy, dann müssen du und Bert und Oren übernehmen. Bobby ist ein guter Junge, aber ich glaube, dass er vorübergehend den Mumm verloren hat. Und du weißt ja, wenn ein Mann seinen Mumm verliert, kriegt er ihn manchmal nicht wieder zurück. Maddie nickte wieder und überlegte sich, wie dankbar sie war, wie unendlich dankbar, dass sie kein Mann war.
Und dann haben wir es getan, sagte Dave. Wir haben den Schlamassel aufgeräumt. Maddie nickte wieder, aber dieses Mal musste sie dabei einen Laut von sich gegeben haben, denn Dave sagte ihr, er würde aufhören, wenn sie es nicht ertragen konnte. Er würde mit Vergnügen aufhören. Ich kann es ertragen, sagte sie leise. Du wärst überrascht, wenn du wüsstest, wie viel ich ertragen kann, Davy. Er sah sie rasch und neugierig an, als sie das sagte, aber Maddie hatte die Augen abgewandt, bevor er das Geheimnis darin lesen konnte. Dave kannte das Geheimnis nicht, weil es niemand auf Jenny kannte. So wollte Maddie es, und dabei würde sie es bewenden lassen. Früher hatte sie wahrscheinlich in der blauen Dunkelheit ihres Schocks so getan, als käme sie zurecht. Doch dann geschah etwas, was sie zwang, zurechtzukommen. 4 Tage bevor der Friedhof der Insel seine Toten ausspuckte, sah sich Maddie Pace vor eine einfache Entscheidung gestellt. Entweder zurechtkommen oder sterben. Sie hatte im Wohnzimmer gesessen und ein Glas von dem Blaubeerwein getrunken, den sie und Jack im August des vergangenen Jahres angesetzt hatten. Eine Zeit, die jetzt unendlich fern erschien. Und etwas so Abgedroschenes getan, dass es geradezu lächerlich wirkte. Sie hatte Babysachen gestrickt. Schühchen. Aber was sonst hätte sie tun sollen? Es sah aus, als würde ziemlich lange niemand mehr zum Wee Folks Babyladen im Einkaufszentrum von Ellsworth auf dem Festland fahren. Etwas hatte ans Fenster gepocht. Eine Fledermaus, dachte sie und sah auf. Aber die Stricknadeln erstarrten in ihren Händen. Es schien, als hätte sich da draußen in der stürmischen Dunkelheit etwas Größeres bewegt. Die Petroleumlampe war jedoch hochgedreht und spiegelte sich so sehr in den Scheiben, dass sie sich nicht sicher sein konnte. Sie wollte sie gerade kleiner stellen, als das Pochen sich wiederholte. Die Scheiben bebten. Sie hörte das leise Prasseln trockenen Kitts, der auf die Fensterbank fiel. Jack hatte diesen Herbst alle Fenster neu verglasen wollen, fiel ihr dabei ein, und dann dachte sie, vielleicht ist er deshalb zurückgekommen. Das war selbstverständlich Irrsinn, er lag auf dem Meeresgrund, aber sie hatte den Kopf auf eine Seite gelegt und hielt das Strickzeug reglos in den Händen. Ein kleiner rosa Schuh, ein paar blaue hatte sie schon gestrickt, und mit einem Mal war ihr, als könnte sie den Wind hören. Das leise Rauschen der Brandung am Cricket Ledge, das leise Stöhnen des Hauses wie eine ältere Frau, die es sich im Bett bequem macht, das Ticken der Uhr in der Diele. »Jack?« fragte sie in die stumme Nacht, die nicht mehr stumm war. »Bist du es, Liebling?« Dann zerbarst das Wohnzimmerfenster, und was hereinkam, war nicht Jack, sondern ein Skelett, an dem noch einige verweste Fetzen Fleisch hingen. Den Kompass trug er immer noch um den Hals. Er hatte einen Bart aus Moos angesetzt. Der Wind bauschte die Vorhänge über ihm zu einer Wolke, als er stürzte und sich dann auf die Hände und Knie aufrichtete und sie aus schwarzen Augenhöhlen ansah, in denen Muscheln gewachsen waren. Er gab Grunzlaute von sich. Dann klappte er den abgefaulten Mund auf und knirschte mit den Zähnen. Er war hungrig. Aber diesmal würde Nudelsuppe mit Huhn nicht ausreichen. Nicht einmal die, die man in der Dose bekam. Hinter diesen dunklen, muschelverkrusteten Löchern schwappte eine graue Masse, und ihr wurde klar, sie sah die Überreste von Jacks Gehirn. Sie blieb wie erstarrt sitzen, wo sie war, während er aufstand, mit krallenden Fingern auf sie zukam und dabei schwarze Tangflecken auf dem Teppich hinterließ. Er stank nach Salz und Tiefe. Er streckte die Hände aus, seine Zähne mampften mechanisch auf und ab. Maddie sah, dass er die zerfetzten Überreste des schwarz-rot karierten Hemdes trug, das sie ihm letzte Weihnachtszeit bei L.L. Beans gekauft hatte. Es hatte ein Vermögen gekostet, aber er sagte immer wieder, wie warm es war. Und nun sah man, wie lange es gehalten hatte, wie viel davon selbst nach der langen Zeit unter Wasser noch da war. Die kalten Spinnenweben der Knochen, die von seinen Fingern übrig geblieben waren, berührten schon ihren Hals, als das Baby in ihr strampelte, zum ersten Mal. Und da verschwand ihr erschrockenes Grauen, das sie für Ruhe gehalten hatte, und sie bohrte dem Ring eine Stricknadel ins Auge. Mit grässlichen, erstickten Geräuschen, die sich wie das Ansaugen einer Wasserpumpe anhörten, stolperte er rückwärts und krallte nach der Nadel,
während der halbfertige rosa Babyschuh vor dem Loch baumelte, wo einmal seine Nase gewesen war. Sie sah, wie eine Meerschnecke aus der Nasenhöhle auf den Schuh kroch und dabei eine Schleimspur hinterließ. Jack fiel über das Ende des Tisches, den sie kurz nach ihrer Hochzeit auf einem Flohmarkt gekauft hatten. Sie hatte sich nicht entscheiden können, hatte Qualen ausgestanden, bis Jack schließlich gesagt hatte, entweder kaufte sie ihn für ihr Wohnzimmer oder er würde der Frau, die ihn verkaufen wollte, das Doppelte des Nennpreises geben und ihn dann zu Feuerholz zerkleinern. Er stürzte zu Boden. Dann ertönte ein sprödes, brechendes Geräusch, als seine fiebrige, mürbe Gestalt in zwei Hälften zerbrach. Die rechte Hand zog die von verwester Gehirnmasse glitschige Stricknadel aus der Augenhöhle und warf sie beiseite. Der Oberkörper kroch weiter auf sie zu. Er knirschte unablässig mit den Zähnen. Sie glaubte, dass er zu grinsen versuchte, doch dann strampelte das Baby wieder und sie erinnerte sich, wie ungewöhnlich müde und verdrossen seine Stimme sich an jenem Tag beim Flohmarkt angehört hatte. »Kauf ihn, Maddie, um Himmels Willen. Ich bin müde. Möchte nach Hause was essen. Wenn du dich nicht entscheidest, gebe ich der alten Vogelscheuche das Doppelte ihres Preises und mache persönlich Kleinholz aus dem Ding mit meiner...« Eine kalte Klammerhand umfasste ihren Knöchel. Vergiftete Zähne machten sich zum Biss bereit, um sie und das Baby zu töten. Sie riss sich los und ließ ihm nur den Hausschuh. Er kaute darauf herum und spie ihn dann aus. Als sie vom Eingang zurückkam, kroch er hirnlos in die Küche, jedenfalls seine obere Hälfte, und der Kompass schleifte auf den Fliesen. Er sah auf, als er sie hörte, und in seinen schwarzen Augenhöhlen schien eine idiotische Frage zu lauern. Und dann ließ sie die Axt niedersausen und spaltete ihm den Schädel, so wie er das Kaffeetischchen hatte spalten wollen. Sein Kopf zerplatzte, Gehirn tropfte auf die Fliesen, wie verdorbener Haferschleim. Gehirn, in dem sich Maden und glibbrige Meereswürmer tummelten. Sein Gehirn stinkend wie ein totes Waldmurmeltier, das im Hochsommer auf einer Wiese durch den Druck der Fäulnisgase zerplatzt ist. Aber noch immer kratzten und schabten seine Hände auf den Küchenfliesen und erzeugten ein Geräusch wie Insekten. Sie schlug zu, schlug zu, schlug zu. Schließlich bewegte sich nichts mehr. Stechender Schmerz fraß sich durch ihre Leibesmitte und einen Augenblick lang ergriff sie eine schreckliche Panik. Ist es eine Fehlgeburt? Habe ich eine Fehlgeburt? Aber die Schmerzen ließen nach und das Baby strampelte wieder, kräftiger als zuvor. Sie ging ins Wohnzimmer zurück und nahm die Axt mit sich, die inzwischen nach verfaultem Eingeweide roch. Irgendwie war es seinen Beinen gelungen, aufzustehen. »Jack, ich habe dich so sehr geliebt«, sagte sie, »aber das bist nicht mehr du.« Sie ließ die Axt in einem pfeifenden Bogen niedersausen. Die Klinge durchtrennte sein Becken und den Teppich und blieb im Holz des soliden Eichenbodens stecken. Die abgetrennten Beine zuckten fast 5 Minuten lang hektisch, dann beruhigten sie sich. Schließlich hörten auch die Zehen auf zu zittern. Sie trug ihn Stück für Stück in den Keller, wobei sie die Topflappenhandschuhe trug und wickelte jedes Stück in die Isolierplanen ein, die Jack im Schuppen aufbewahrte und die sie nie weggeworfen hatte. Er und die Männer warfen sie an kalten Tagen über die Reusen, damit die Hummer nicht erfroren. Einmal umklammerte eine abgehackte Hand ihr Handgelenk. Sie stand still da und wartete mit klopfendem Herzen, und schließlich ließ die Hand sie wieder los. Und das war das Ende, sein Ende. Unter dem Haus lag eine unbenutzte Zisterne. Jack hatte sie schon immer zuschütten wollen. Maddie schob den schweren Betondeckel beiseite, sodass sein Schatten auf den Sandboden fiel, wie eine partielle Sonnenfinsternis. Dann warf sie die Stücke von ihm hinunter und hörte jedes einzelne Platschen. Als alle unten waren, schob sie den schweren Deckel wieder darüber. »Ruhe in Frieden«, flüsterte sie. Dann erinnerte eine innere Stimme sie daran, dass ihr Mann zerstückelt in Frieden ruhte, und da fing sie an zu weinen. Ihr Weinen wurde zu hysterischem Schluchzen, und sie raufte sich das Haar und zerkratzte ihre Brüste, bis sie bluteten, und sie dachte, ich bin wahnsinnig, ich bin wahnsinnig, so ist es, wenn man wahnsinnig ist.
Doch ehe sie den Gedanken zu Ende denken konnte, war sie ohnmächtig geworden. Die Ohnmacht wurde zu tiefem Schlaf und am nächsten Morgen ging es ihr wieder gut. Aber sie würde es nie jemandem erzählen. Niemals. »Ich kann es ertragen«, sagte sie wieder zu Dave Emmons und verdrängte das Bild der Stricknadel mit dem baumelnden Babyschuh, die aus der verkrusteten, zugewucherten Augenhöhle des Dinges ragte, das einmal ihr Ehemann und der Erzeuger des Kindes in ihrem Schoß gewesen war. »Wirklich.« Und so erzählte er ihr alles, weil er es wahrscheinlich entweder jemand erzählen musste oder verrückt werden würde, aber er verschwieg die schlimmsten Stellen. Er sagte ihr, dass sie die Kadaver, die sich beharrlich weigerten, ins Reich der Toten zurückzukehren, mit Motorsägen zerstückelt hatten. Erzählte ihr aber nicht, dass manche Teile weiter gezuckt hatten, Hände ohne Arme, die hirnlos um sich griffen, Füße ohne Beine, die in der von Kugeln durchbohrten Erde des Friedhofs strampelten, als wollten sie weglaufen. Und dass diese Teile mit Diesel übergossen und verbrannt worden waren. Das brauchte er Maddie nicht zu erzählen. Sie hatte den Scheiterhaufen vom Haus aus gesehen. Später hatte der einzige Feuerwehrwagen von Gennesault Island den Schlauch auf die erlöschende Glut gerichtet, obwohl kaum Gefahr bestand, dass sich das Feuer ausbreiten würde, weil ein steifer Ostwind die Funken von Jennys Küste aufs Meer hinaustrug. Als nur noch ein stinkender, verkohlter Haufen übrig war, in dem immer noch vereinzelte Zuckungen auszumachen waren wie unwillkürliche Muskelkrämpfe, ließ Matt Arsenault seinen alten D9 Caterpillar an. Matts Gesicht über der Stahlschaufel und unter seiner verblichenen Maschinistenmütze war kalkweiß und pflügte die ganze schreckliche Schweinerei unter die Erde. Der Mond ging auf, als Frank, Bob Daggett, Dave Emmons und Cal Patridge beiseite nahm. Er wandte sich an Dave. »Ich wusste, dass es dazu kommen würde, und jetzt haben wir es«, sagte er. »Was meinst du, Onkel Frank?«, sagte Bob. »Mein Herz«, sagte Frank. »Das verdammte Ding hat einen Motorschaden.« »Aber Onkel Frank?« »Hör auf mit Onkel Frank dies und Onkel Frank das«, sagte der alte Mann. »Ich habe keine Zeit mehr, mir anzuhören, wie du dein Mundwerk spazieren führst. Ich habe gesehen, wie die Hälfte meiner Freunde auf dieselbe Weise gegangen sind. Ist nicht gerade ein Tag auf dem Rennplatz, könnte aber auch schlimmer sein, jedenfalls besser, als an Krebs einzugehen. Aber jetzt müssen wir uns auch noch um diese traurige Angelegenheit Gedanken machen, und ich kann dazu nur sagen, dass ich unten bleiben will. Cal, halt mir dein Gewehr ins linke Ohr, Dave... Wenn ich den linken Arm hebe, stemmst du deins unter meine Achselhöhle. Und Bobby, du richtest deins auf mein Herz. Ich werde das Vaterunser aufsagen, und wenn ich bei Amen angelangt bin, werdet ihr drei gleichzeitig abdrücken. Onkel Frank, brachte Bob heraus. Er wirbelte auf den Absätzen herum. Ich habe dir gesagt, dass du nicht mitzureden hast, sagte Frank, und untersteh dich, ohnmächtig zu werden, du elende Memme. Los, setz deinen Bauernarsch in Bewegung und komm her. Bob gehorchte. Frank sah die drei Männer an, deren Gesichter so weiß waren, wie das von Matt Arsenault, als er mit der Planierraupe über Männer und Frauen gefahren war, die er schon als Junge in kurzen Hosen gekannt hatte. Versaut es nicht, Jungs, sagte Frank. Er wandte sich an alle, aber sein Blick hätte besonders auf seinen Großneffen gerichtet sein können. Und wenn ihr es euch noch anders überlegen wollt, vergesst nicht, ich hätte dasselbe für euch getan. Halt keine Volksreden, sagte Bob heiser. Ich habe dich sehr lieb, Onkel Frank. Du bist nicht der Mann, der dein Vater war, Bobby Daggett, aber ich habe dich auch lieb, sagte Frank ruhig, und dann riss er mit einem Schmerzensschrei die linke Hand über den Kopf, wie ein Mann in New York, der in aller Eile ein Taxi rufen will, und fing mit seinem letzten Gebet an. »Vater unser, der du bist im Himmel, Herr Gott, tut das weh, geheiligt werde dein Name, o verflucht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf.« Franks erhobener Arm zitterte heftig. Dave Emmons, der den Lauf des Gewehrs in die Achselhöhle des alten Manns drückte, beobachtete den Arm so argwöhnisch, wie ein Holzfäller einen großen Baum, der Böses im Schilde führt und in die falsche Richtung fallen will. Alle Männer auf der Insel sahen zu. Große Schweißperlen hatten sich auf dem bleichen Gesicht des alten Mannes gebildet. Die Lippen waren von seinen ebenmäßigen gelblich-weißen Zähnen zurückgezogen und Dave konnte das Polident-Mundwasser in seinem Atem riechen.
Auf Erden, stieß der alte Mann hervor, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, von unserer Mission Ewigkeit haben. Alle drei feuerten, und Kilpatrick wie auch Bob Daggett kippten um, aber Frank versuchte nie wieder aufzustehen und zu wandeln. Frank Daggett hatte tot bleiben wollen, und genau das tat er. Nachdem Dave mit der Geschichte angefangen hatte, musste er sie auch zu Ende erzählen, und daher verfluchte er sich, weil er überhaupt damit angefangen hatte. Er hatte von Anfang an recht gehabt, es war keine Geschichte für seine schwangere Frau. Aber Maddie gab ihm einen Kuss und versicherte ihm, dass er seine Sache prächtig gemacht hatte, ebenso wie Frank Daggett. Dave ging ein wenig schwindlig hinaus, als wäre er gerade von einer Frau auf die Wange geküsst worden, die er noch nie gesehen hatte. Was in einem sehr realen Sinne durchaus zutraf. Sie sah ihm nach, wie er den Pfad hinab zum Feldweg ging, der eine der beiden Straßen von Jenny bildete und sich nach links wandte. Er winkte zaghaft im Mondlicht, winkte müde, dachte sie, aber gleichzeitig vom Schock aufgeputscht. Sie schloss ihn in ihr Herz, wie alle da draußen. Sie hatte Dave sagen wollen, dass sie ihn liebte und ihm einen Kuss direkt auf den Mund geben wollen, statt nur seine Wange zu streifen, aber daraus hätte er falsche Schlüsse ziehen können, obwohl er hundemüde und sie fast im 5. Monat schwanger war. Aber sie liebte ihn wirklich, liebte sie alle, weil sie durch die Hölle gegangen waren, um dieses kleine Fleckchen Insel 40 Meilen draußen im Atlantik sicher für sie zu machen. Und sicher für ihr Baby. Es wird eine Hausentbindung, sagte sie leise, als Dave hinter dem dunklen Umriss der Satellitenschüssel des Pulsifers verschwand. Sie sah zum Mond hinauf. Es wird eine Hausentbindung und es wird alles gut gehen.